hereinspaziert in die Schwerter Operettenbühne. Das Theater gehört wohl zu den kleinsten der Welt und hat doch alles, was man von einem richtigen Theater erwartet. Die hochgelobte, einzigartige, nostalgische Atmosphäre zieht immer wieder das Interesse von Presse, Funk und Fernsehen sowie das der Zuschauer auf sich. Die Produktionen gelten weit über die Grenzen hinaus als kultiges Aushängeschild der Stadt Schwerte. Schon beim Betreten des Theaters können die Besucher ein Stück Theatergeschichte erleben. Die Eintrittskarten werden aus einem historischen Kassenhäuschen vergeben, das einst im Stadttheater von Plettenberg im Sauerland stand und vor dem Abriss bewahrt wurde. Vor der Vorstellung und in der Pause wartet unser Theatercafé mit einer kleinen, aber feinen Auswahl heißer und kalter Getränke sowie einem Imbissangebot auf. Nach den Vorstellungen kann man hier mit ein wenig Glück auch mit den ungeschminkten Ensemblemitgliedern plauschen. Im Foyer des Theaters befinden sich die Zuschauergarderobe und Sitzgelegenheiten für die Pause. Viele Plakate und Aushangfotos von Produktionen der vergangenen Jahrzehnte schmücken hier die Wände. In unserem goldenen Buch kann sich jeder mit Lob, Kritik oder einfach nur mit seinem Namen verewigen. Auch prominente Persönlichkeiten waren hier schon zu Gast. Der Zuschauerraum verfügt über insgesamt 31 Sitzplätze, davon 2 in der Ehrenloge. Atemberaubende Beleuchtungseffekte und ein guter Stereoklang verzaubern unser Publikum dank der modernen Licht- und Tonanlage unseres Theaters bei jeder Vorstellung. Unsere prächtig ausgestatteten Revuen, allen voran unsere Weihnachtsrevue, sorgen alljährlich mit Stargästen und den beliebten Solisten der Operettenbühne für Besucherrekorde. Ein Besuch der Schwerter Operettenbühne sollte zu den Dingen gehören, die man einmal im Leben gemacht haben sollte. Also, bis bald in unserem Theater!